Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Wichtiges Spiel für Groß Asbach im Tabellenkeller. 3 Punkte, das würde ein bisschen Luft da unten bedeuten. Und für die Gäste aus Würzburg würde ein Sieg bedeuten, ja, nochmal oben ranschnuppern vielleicht an den Relegationsplatz. Die beiden Trainer Schnorrenberg und Schiele, die kennen sich. Die haben 2017 zusammen den Trainerlehrgang absolviert. In der 7. Minute die erste Szene vor dem Tor der Kickers Würzburg. Nach dem Freistoß ist es Timo Röttger mit der Riesenchance. Das war sehr, sehr knapp für den Groß Asbacher Stürmer. Florian Schnorrenberg, der Coach, hatte vor der Partie beklagt, dass doch endlich nach einem Standard mal wieder einer reingehen muss. Hier waren sie denkbar knapp dran. Es begann verhalten in Groß Asbach, das Spiel. Dann nahmen sich die Würzburger auch mal ein bisschen Raum über Kurzweg. Und in der Mitte ist es Breitkreuz mit dem schönen Kopfball. Er scheitert an der Latte. Das war in der 14. Minute. Sonst allerdings nicht viel los in der ersten Halbzeit bei strahlendem Sonnenschein. Die Kickers-Fans hatten ihren Spaß. Eine Hawaii-Mottofahrt hatten sie sich ausgedacht. Die zweiten 45 Minuten begannen etwas spektakulärer. Vor allen Dingen durch die Gäste aus Würzburg. Kanija Elva, der fasst sich mal ein Herz und haut das Ding an den Pfosten. Szene noch nicht vorbei. Patrick Göbel mit dem Nachschuss, der allerdings nicht so gefährlich. Kanija Elva ja super drauf in den letzten Spielen. 3 Scorerpunkte in den letzten 3 Partien. Dann verflachte die Partie wieder so etwas. Und immer noch kein Standardtor für Schnorrenbergs Groß-Asbacher. 9-mal ja schon 0-0 in dieser Saison. Heute wieder, Fragezeichen, 81. Minute. Freistoß Janjic und der geht rein. Führung für die Gastgeber. Und das war ein bisschen Pech für Leon Bethke im Würzburger Tor. Der Ball geht an allen vorbei, an den Pfosten, ihm an den Rücken und von dort ins Tor. Da sieht er natürlich unglücklich aus, aber so richtig was dafür konnte er halt auch nicht. 3 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Dieser Kevin-Broll-Abschlag wird ein Bumerang und kommt direkt wieder zurück an den Strafraum der Groß-Asbacher. Binakay kriegt den Ball nicht vernünftig weg, Burger auch nicht. Die Kickers bleiben dran mit Skalatidis. Und mit Yannick Bachmann rein damit. Ausgleich, 87. Minute. Das hatten sie sich verdient, die Gäste aus Würzburg, weil sie die bessere Mannschaft waren in der zweiten Halbzeit und auch nach dem 0-1 nicht aufgaben. Schönes Tor von Yannick Bachmann. Einfach ansatzlos abgezogen. Roll ist noch dran, kann es aber nicht verhindern. 90. Minute jetzt bereits. Freistoß. Janjic macht er das jetzt wieder. Nee, diesmal das kurze Eck und dann die super Flugeinlage von Leon Bethke. Ein toller Freistoß vom Bosnier Slatko Janjic und Bethke verhindert den Groß-Asbacher Sieg. Vorerst, denn die anschließende Ecke wieder Janjic und da hinten ist der eingewechselte Hoffmann und der sorgt für Entzückung in Groß-Asbach. Siegtor für die Gastgeber und ganz wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf. Die Würzburger, die sind mit dieser Niederlage erstmal raus aus dem Aufstiegsrennen. Und wir haben dann heute ja, eine wahnsinnskämpferische Leistung gebracht, wie ich finde, bei durchaus schweren Platzbedingungen. Und dass wir dann nochmal nach dem 1-1 heute nochmal 2-1 gewinnen können, ja, tut uns unglaublich gut. Ja, ich denke, wir sind gut in die Partie gekommen, haben auch die größeren Chancen gehabt in der ersten Halbzeit mit dem Lattentreffer von Breitkreuz, in der zweiten Halbzeit dann auch der schöne Schuss von Kani. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr bittere Niederlage für uns. Nach 5 sieglosen Spielen in Folge mal wieder 3 Punkte für die SG Sonnenhof Groß Asbach. Ganz wichtig im Tabellenkeller. 80 Minuten war hier fast nichts los und dann so ein Finish.